Guten Tag und herzlich willkommen hier bei Let's Play DayZ. Und ich dachte gerade, da am Baum steht jemand, was natürlich nicht ganz so toll gewesen wäre, aber wir sind hier alleine. Ganz alleine in der Wildnis. Niemand ist hier, der deine Schreie hören könnte, wenn du mir vor die Flinte läufst. Nein. Wir sind blöderweise Hero. Nicht Captain Hero, sondern ein Hero, also ein Held. Wir haben relativ viel Humanity gesammelt. Wir befinden uns nicht mehr auf dem Let's Play Server. Denn DayZ ist mal wieder sehr nett zu mir gewesen, hatte sein riesengroßes Trollface ausgepackt. Und ja, der Let's Play Server ist down. Wer hätte das gedacht? Ich habe einen Alternativserver jetzt nochmal, da bin ich jetzt ungefähr wieder genauso weit wie im Let's Play. Blöderweise sitze ich da gerade mit gebrochenen Knochen und habe einen Bandit getötet und der ganze Clan war jetzt auf der Suche nach mir. Klingt eigentlich soweit ganz spannend, blöderweise komme ich gerade nicht rein, weil der Server voll ist und ich dachte mir, okay, hier, der ist sowieso viel geiler, denn das ist ein 50-Slot-Server. Der ist, den habe ich relativ neu entdeckt. Ich finde ihn ziemlich geil. Vor allen Dingen ist er Day-only. Das heißt, hier wird es nicht Nacht. Also ist es für mich ziemlich praktisch. Ich kann nämlich kommen und gehen, wann ich will und kriege immer auf jeden Fall eine schöne Aufnahme zusammen. Hier bin ich mittlerweile auch Hero. Ich bin jetzt zwar vor kurzem gestorben, habe aber schon wieder einen Zombie-Kill. Und das Blöde am Hero-Dasein ist natürlich, dass ich es irgendwie momentan... Ist da ein Zelt drin? Nee. Dass ich es momentan ungern verlieren möchte, ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen doch mal wieder ein bisschen friendly spielen. Aber ich werde das jetzt so regeln, ganz einfach. Wenn mir irgendwas komisch vorkommt, dann schieße ich den Leuten hier den Brei aus der Birne und mach da auch keine Kompromisse. Scheiß auf Hero Skin oder nicht. Hupsala. Hey. Habe ich eigentlich eine Sekundärwaffe? Natürlich. So. Ich höre gerade noch jemanden. Ja, schön. Schön, dass du so toll durch die Wände gehen kannst. Ach man, ich wünschte, ich hätte diesen Skill... Oh, Moment, den habe ich ja sogar. Upsala. Bist du tot? Ja, okay. Und wir sehen schon wieder, der Server laggt ein kleines bisschen. Das liegt daran, dass der Admin noch nicht ganz so... ganz so viel Erfahrung hat mit den mit dem Server. Aber ich hoffe mal, das bessert sich eventuell noch. Weil ich den Server so eigentlich ganz gut finde, auch von den Leuten her. Es gibt zwar ein Shitload an Bandits hier, aber auch den ein oder anderen guten Typen, den habe ich schon mal getroffen. Und es ist ja natürlich so, unser Hauptskill habe ich natürlich nicht vergessen. Ich möchte wirklich gerne so ein Häuschen haben. Und da würde es sich doch anbieten, wenn man hier noch ein paar Leute treffen könnte. Ich schnupper mal schnell hier in den Laden rein, das bietet sich gerade an. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich bin, aber ja, egal. Yeah. Besser geht's doch gar nicht. Okay, trinken, essen haben wir ein bisschen da. Was haben wir eigentlich? Nichts. Okay, wir haben noch sehr viele Slots. Huch! Arschloch. So geht's ja nicht. Wir einfach durch die Tür preschen. Ach, Mann. Ja. DayZ und Feinheiten. Es ist nicht so ganz so gut. Und wir nehmen das mal mit und wir werden es auch mal direkt schnabulieren, denn wir haben ein bisschen Blutverlust. Ist momentan nicht weiter schlimm, aber muss ja auch nicht sein. Ich höre gerade noch wesentlich mehr, als ob die hier an der Leiche rumschnabulieren, aber... Dem scheint nicht so zu sein. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, da drüben liegt eine Map. Das ist schon mal eine ganz gute Sache eigentlich. Die können wir schon mal mitnehmen. Und ihr seht vielleicht, ich mache gerade, was das Gameplay angeht, bin ich so ein bisschen offensiver geworden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss das einfach mal ein bisschen machen. Ich war sehr schüchtern, was DayZ angeht. Und ich glaube, jetzt gibt es einfach mal ein bisschen mehr auf die Schnauze. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Für, ich dachte gerade, irgendwas gehört zu haben, aber dem war nicht so. Ja, für, Player-Kills bin ich da immer ein bisschen zu zaghaft.
Aber ich glaube, das kriege ich schon ganz gut geregelt. Hab gerade nur ein kleines Problem, was ich natürlich nicht bedacht habe. Ich muss gerade eigentlich aufs Klo, fällt mir gerade ein. Aber bei einer Ladezeit von über 2 Minuten... will ich es lieber noch ein bisschen herauszögern. Ach, scheiße. Wir haben einen Zitterigen. So. Hast du es genommen? Schön. So. Weg mit euch. So, wollen wir mal gucken, was die Stadt hier so zu bieten hat, oder scheint die uninteressant zu sein? Ich glaube, hier könnten wir mal lang. Wobei, so viel Stadt ist hier gar nicht, aber naja, wir gucken trotzdem mal ein bisschen durch. Eventuell, da wir natürlich mal wieder richtig viele Toolbox-Probleme haben, werden wir natürlich mal kurz hier an der Tankstelle vorbeischauen und dem Tankstellenwart mal fragen, ob er eine Toolbox für uns bereithält. Wobei, ich glaube, der sieht nicht mehr ganz so frisch aus, wenn überhaupt jemand drin ist. Nee. Nichts Interessantes, dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal weiter in die Stadt rein und halten uns möglichst von dem Laden hier fern, weil wir wissen ja mittlerweile... der war aber schnell. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass diese Läden ein wahrer Survivor- bzw. Spielermagnet ist und, ja... Spieler habe ich eigentlich lieber vor mir als hinter mir. Am besten vor mir rennend. Dann habe ich genug Zeit zum Schießen. Hier ist ein Bus, aber natürlich ohne Räder. Ah, hier ist noch Industrial. Geil. Gehen wir direkt mal rein. Also, Industrial Spawn natürlich. Nicht die Musikrichtung Industrial. Aber wir scheinen momentan alleine zu sein. Also, es sieht auf jeden Fall so aus. Und bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, weil ich meine, es sind momentan über 40, weit über 40 Spieler hier drauf. Okay, wir gehen zuerst ins Industrial, dann nehmen wir hier den Turm wegen Waffen und so. Wobei, das sollten wir vielleicht als erstes machen. Ist vielleicht eine bessere Idee, mal zu gucken, was drin ist. Und wenn irgendwas drin ist, eventuell das wegschmeißen, beziehungsweise selber nehmen. Ach, guck mal, hier ist so ein Selfmade-Panzer. Der Heile? Zeig mal. Nee. Der ist nicht Heile. Naja. Aber ich glaube, Heilewagen spawnen sowieso überhaupt nicht. Und wenn wir gerade bei Spawn sind... Upsala, bloß nicht da runterfallen. So viel Spawn scheint es hier drin auch nicht zu geben. Obwohl doch hier... Ach, perfekt. Ah nein, scheiße, das sind Antibiotika. Das sind... Ah, scheiße, ich habe gedacht, das wären Painkiller. Also ganz ohne Painkiller wollte ich dann eigentlich doch nicht los. Was ist hier nochmal? Sind das die normalen oder sind das diese komischen... Ne, sind die normalen. Und dann machen wir so. Aber wir können erstmal richtig viele mit unserem Makarov wegknallen. Oh Mann, ich... Ich lege mich nochmal schnell hier oben hin und muss mal ganz kurz für kleine Königstiger. So. Wollen wir es so machen, ihr passt auf, dass nichts passiert. Im Notfall einfach schießen. Und ja, ich bin dann gleich wieder da.